So, moin moin, liebe Senior, Senioritas, Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Seno. Und wir haben es geschafft. Lila Fläschchen sind fertig und einer von euch schreibt das mal bitte auf Discord, ja, dass die letzte Folge so hieß. Ich mache den Episodentitel nochmal hier einmal umändern, bevor ich das vergesse. Ich muss dann alles selber, ich brauche mehr Moderatoren, die mich an so einen Scheiß erinnern. So, Season 2, Episode, ich glaube 75. Man, wir hoffen, dass das einfach so stimmt, sonst komme ich noch mehr durcheinander, als ich sonst schon wäre. Jedenfalls haben wir jetzt unsere lila Fläschchen, wie ihr sehen könnt. Wir produzieren hier oben lila Fläschchen und das wird besser mit blauen Bändern. Momentan reizt es noch nicht ganz. Also hier kommt schon ein bisschen was raus, aber das Bottleneck ist tatsächlich unsere Gleisversorgung. Diese Förderbänder müssen eigentlich voll sein. Okay, wait a moment. Ne? Der ist doch kaputt. So sieht doch kein funktionierender Balancer aus. Wir nehmen den 8x8 Balancer. Ich wusste es, dass es nur Probleme gibt, wenn wir was anderes nehmen. Vor allem haben wir den auch noch irgendwo anders im Einsatz. Der funktioniert nicht. Habt ihr gesehen? Hier sind Lücken. Hier sind... Nee, das ist Stahl. Das zählt nicht. Hier. Hier sieht es ja noch gut aus. Aber hier nicht mehr. Guckt euch das mal an. Der Balancer hat was gesoffen. Weg damit. Bäh. Wollen wir nicht. Wir nehmen den guten alten, unfehlbaren 8x8 Balancer. Ah, es ist herrlich mit euch, Leute. Ich feiere euch. Ich feiere euch. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere euch. Klatschen wir auch direkt daran. Machen so. Ah, machen wir so. Bau auf, Sklavensau. Purple Power. Ja, also wir haben verschiedene Pläne für diesen Part, das ist wahr. Guck mal, das sieht immer noch nicht... Jetzt hat er sich gefangen. Jetzt sieht das gut aus. Jetzt sieht das gut aus. Ja, blaue Bänder müssen erst erforscht werden. Da sind wir bei 62%, das dauert noch ein bisschen. Aber wir könnten ja tatsächlich dafür sorgen, dass wir Roboter herstellen. Roboter sind ja theoretisch was Geiles. Vor allem, wenn ich hier überall Module reinklatschen will. Haben wir nämlich noch nicht. Da fehlen noch überall Module. Ich möchte mal ganz kurz auf meinen Zug warten. Der müsste eigentlich gleich wieder auf dem Heimweg sein. Er ist gerade runtergefahren. Komm zurück. Komm zum Klötenmasseur. Komm zum Klötenmasseur. Ja. Hier kommt dann immer mal wieder so eine Schicht lila in die Tränke rein. Ich habe keine Ahnung, warum da minus 1 steht. Irgendwo muss ein lila Trank verschwunden sein. Aber wir lassen das einfach mal so stehen. Hier hängen auch welche in der Ecke. Da habe ich keine Fische eingestellt. Deshalb stellt man Fische ein, Leute. Jeder Balancer muss mit Fischen funktionieren. So, da kommt eine kleine Reihe. Ist er schon wieder da? Ne. Ist er schon wieder losgefahren, ne? Gott, ist er langsam. Gott, ist er langsam. Also es wird ja ein bisschen produziert. Nur halt nicht sehr schnell. Komm her, du Pussy. Komm her. Hä? Ja, dachte ich mir. Und runter. Also realistisch eingependelt sind wir jetzt, wenn wir mal auf die letzte Minute gucken, das dürfte exemplarisch sein, pro Minute 350 Stück. Geht, ne? Könnte mehr sein, aber wird besser mit blauen Bändern. Aber erstmal möchte ich da oben Produktivitätsmodule reinbekommen, wir sind immer noch bei 63%, Logistik Nummer 3. Genau, erstmal möchte ich da oben irgendwie mit Robotern arbeiten und das heißt, ich brauche, was brauche ich denn für einen Scheiß hier? Ich brauche wahrscheinlich verbesserte Motoren. Und ich brauche wahrscheinlich einen persönlichen Robohanger. Ich brauche wahrscheinlich... Ich weiß nicht, was in meiner Ausrüstung gerade drin ist. Ich glaube gar nichts, oder? Haben wir da überhaupt schon was gebaut in unserer Ausrüstung? Nö, gar nichts. Gut, Stahl und Batterien ist kein Problem. Wir fangen vielleicht mal mit persönlichen Batterien an und einem persönlichen Hanger, auch wenn es nur Level 1 ist. Die kann ich ja eben mal selber craften hier. Und Batterien haben wir hier drüben liegen. Ich meine, theoretisch, ne, produziere ich hier oben auch ein paar. Aber halt nur theoretisch. Was wir machen könnten ist... Uff. Ja, das machen wir. Pass auf. Wir machen Folgendes. Wir laufen hier einmal ganz kurz runter. Ungefähr... Da, oh, ist ein Stückchen entfernt. Kleinen Moment laufen wir noch. Okay, Leute. Wir laufen noch einen ganz kleinen Moment.
Ungefähr nach hier. Guck mal, wir haben hier sogar Steine. Kein Mensch braucht. Laufen ja einmal hoch. Sind sogar auf der richtigen Höhe. Jetzt können wir rechts abbiegen. Durchs Niemandsland. Ja. So, mit Fullspeed geradeaus. Abrissplan für Trees and Rocks only. Kommt ja einmal bitte alles weg. Und dann sind wir im Grunde da, wo wir hin wollen. Es läuft hier runter. Es läuft hier lang. Ein Shit. Ein Jump. Ja, das ist genau das Förderband, wo wir ran wollen. So. Dann werden hier unten nämlich auch wieder Gleise produziert und die Gleise gehen in die lila Trankproduktion. Ich möchte gerne, wenn es irgendwie geht, dass dieses Feld hier voll ist. Würde mich deshalb dazu erbarmen lassen, die hier zum Beispiel einmal zusammenlaufen zu lassen. Und eventuell sogar noch das und das hier rüberlaufen zu lassen. Und dann gucken wir mal. Na, jetzt müsste das Förderband einigermaßen voll sein. Vielleicht nicht unbedingt super endlos dauerhaft, aber eine ganze Zeit lang. Hier fehlt was. So. Hier fehlt ja auch immer noch was. Hier wird ja noch nicht mal alles abgeerntet. Guck dir das mal an, du. Schlampig gearbeitet, Seno. Gut. Steine kommen hoch. Das sieht auch erstmal ganz gut aus. Ja, und dann versuchen wir jetzt Roboter herzustellen. Ne? Machen wir. Wenn die Steine hier erstmal ankommen, guck mal, dann werden hier auch wieder Gleise produziert. Halt nicht super schnell, ne? Aber es sind ein paar Gleise. Es hilft ein bisschen. Ja. Es sind drei Gleisbauer mit Speedmodulen mehr. Dann läuft das hier hoch und dann haben wir da keine Probleme. So, ich wollte trotzdem erstmal mich um meine Ausrüstung kümmern. Wir brauchen einen persönlichen Hangar. Wir brauchen Batterien. Batterien haben wir über den blauen Tränken. Ungefähr hier. Ja, ich stehe ja drauf. So, einen persönlichen Roboport, 5 persönliche Batterien, 10 persönliche Portal, Solarportal-Dinger. Solarportal-Dinger, so heißen die. So, aber der interessantere Teil wird jetzt blaue Chips herzustellen aus, lass mich raten, roten Chips, grünen Chips und Schwefel. Ich werde das hier oben reinkacken, ja. Ihr kennt das, ich kacke ganz gerne mal. Und das kacken wir hier oben einfach rein. Da haben wir Schwefelsäure. Da haben wir tatsächlich auch grüne und rote Chips. Ja, kacken tue ich schon mal ganz gerne, ne? Nein, ich kotze mal. Jetzt wirst du eklig. Also jetzt, das geht zu weit. Jetzt bist du ein bisschen... Bah. Bah. Ekelhaft. Machen so. Ah, ich bin auch ein Depp. Wir können auch einfach hier runtergehen. Pass auf. Zack, zack. Dann machen wir hier eine Montagemaschine hin. Mit blaue Chippies. Check. Der braucht Rot. Soll er bekommen. Rot kriegt er von hier. Kriegst du ein bisschen Rot gesponsert. Ist ja alles da. Jetzt will er noch grün haben. So, grün ist ein bisschen schwer, irgendwie ranzukommen, weil das alles immer so innenliegend ist. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwerer. Hätten wir hier oben. Ich meine, realistisch brauche ich diese Produktivitätsmodule hier oben nicht mehr, ne? Im Grunde kann ich das abreißen. Macht mal. Im Grunde bin ich ein Vollidiot. Kann ich das hier stehen lassen?
Im Grunde kann ich das hier stehen lassen, ungefähr bis... Überlegen, überlegen, überlegen. Warte, nichts sagen. Nicht spoilern. Bis hier. Und ab hier mache ich blaue. Die wollen jetzt natürlich hier noch... Schwefelsaft haben. So. Kein Problem. Nehmen wir das alles und versetzen das ein. Ungefähr so. Und hol von hier hinten mal Schwefelsaft. Ist egal, komm mal hier. Rückgängig. Brauchen wir nicht. Wir brauchen ein bisschen Schwefelsaft. Wo kriegen wir den Schwefelsaft her? Wir gehen hier hoch, gehen mit dem Schwefelsaft hier unten durch. Ja, das sieht gut aus. Gehen mit dem Schwefelsaft hier längs, hier rüber. Schwefelsaft kann weit springen, weiter als rotes Förderband. Jumpen hier unten durch, gehen weiter geradeaus, gehen hier hin. Jumpen da rüber. Und sind jetzt quasi da, wo wir hinwollen. So, dann werden hier natürlich Laserdrohnen nicht mehr produziert dann irgendwann. Ist mir aber tatsächlich relativ egal. Die brauchen wir auch nicht mehr, die können weg hier. Komm her. Zugang einmal abschneiden. Den können wir wegmachen. Da haben wir gleich blaue Chips. Ich weiß gar nicht, wofür ich die brauche. Ne? Glücksruine! Glücksruine! Da fällt mir ein, wie hieß nochmal die Mod, mit der man die Strommasten schön anordnen kann. Das ist die Power Comp, heißt die einfach nur. Power Comp Mod. Wir haben die hier auch irgendwo. Hier die Power Grid Comp, so heißt die. That's the name of the mod, dude. Also, warte mal. Hier stehen immer Strommasten ein bisschen verkehrt. But that's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. Bitte sehr. It's not a problem. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Guck dir das mal an. So, meine lieben Freunde, dann machen wir weiter. Zack, zack. So, blaue Chips werden produziert, nicht so schnell und ne, alles Sutsche. Die Produktivitätsmodule nehmen wir hier raus, weil die brauchen wir nicht mehr. Kann ich auch mal hier rein tun, dann arbeiten die halt ein bisschen produktiver. Wo wollten wir noch hin? Ich hatte noch mehr. Guck mal, das Kohlefeld da unten können wir noch mal ein bisschen mit Produktivität vollklatschen. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns irgendwann wieder der Strom ausgeht. So. Die hier sind bedient. Ja, auch nicht. Da passen ja bis zu drei rein. Sind ja teilweise nur zwei drin. So. Haben wir noch irgendwo ein Feld? Ja, das Eisenfeld da unten nehmen wir auch nochmal mit. Dass wir einfach ein bisschen das Inventar nebenbei aufräumen, weißt du? Das ist die ganze Idee jetzt. Ah, hier ist es. Bisschen das Inventar nebenbei aufräumen. Bisschen die Basis effektiver machen. Hier wird ja auch schelmisch produziert, weißt du? Das ist ja nicht wenig, was wir hier rausklatschen. Genauso wie hier unten das Kupferfeld. Das ist auch ein wichtiges Kupferfeld, weil da hängen echt wichtige Teile unserer Basis dran. Von daher ist das, umso je länger das hält, desto besser.
Desto länger das alles hält, desto besser ist das. Und wir gehen nochmal raus. Das hier können wir nochmal eben aufbauen. Scheiß Aliens da unten sind Nester, die machen wir noch eben weg. Doch, Atomkraftwerk haben wir tatsächlich erforscht vor kurzem. Also heute irgendwann im Laufe des Tages haben wir das fertig erforscht. Aber ich habe halt auch noch irgendwie 2.442.000 Solarpanels rumliegen. Nein, das siehst du falsch, Wutsch Danny. Das siehst du falsch. Ab Affiliate-Status profitiert man. Das ist die erste Vertragsform, die du mit Twitch abschließt. Also erst hast du nur die allgemeinen AGBs, dass du halt überhaupt streamen darfst. Und die nächste Stufe sind dann ist der Affiliate-Status und da drin ist geregelt, dass du an den Einnahmen mitverdienst. Allerdings anders als ein Partner, weniger als ein Partner und ja, es gibt Unterschiede. Als Partner verhandelst du einen eigenen Vertrag aus, als Affiliate bekommst du den Standardvertrag. Aber an Werbung werde ich mitfinanziert. Aber ich habe gerade mal geguckt. Also ich habe gestern sehr oft selber Werbung getriggert. Eigentlich den ganzen Abend immer mal wieder über zwischen jedem Part. Also 4, 5, 6, 7 Mal habe ich Werbung angemacht. Und hatte ja auch im Durchschnitt so 70 Zuschauer oder so. Na, nicht im Schnitt, aber so Maximum. Also ja, guck, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wir haben nicht mehr genug Strom. Ja. Es fehlt nicht super viel, aber es fehlt ein bisschen was. Kümmern wir uns gleich auch nochmal drum. Ich will mal hier kurz einmal reparieren. Ja, kümmern wir uns da mal ruhig zuerst drum, oder? Macht ja keinen Sinn, jetzt hier auf halber Last zu arbeiten. Und das, obwohl halt Tag ist, produzieren wir nicht genug. Ja. Deshalb knallen wir hier auch so viel Kohle gerade durch. Ich mache mal eben ganz kurz meine modulare Rüstung an, einfach mal, weil wir es können. Und dann machen wir zack, 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 zack. Und dann machen wir zack, 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 zack. Eine zu wenig. Naja, machen wir noch eine hinterher. Und wir haben noch ein paar Solarpanels. Ist ja, daran scheitert es jetzt nicht. Haben wir noch Akkus im Inventar? Ne. Ich hole nochmal eben ein paar Akkus. Oder haben wir Akkus im Auto? Nein. Holen wir nochmal kurz ein paar Akkus. Machen wir den Solarpark nochmal ein bisschen größer. Ich habe meistens auch den Adblock an, tatsächlich. Ne? Also, was ich sagen wollte, ich habe immer nachgehört. Ich habe gestern halt einen Dollar durch Werbung verdient. Ist halt schon krass. Also, es ist halt wirklich, wirklich wenig. Da ist YouTube besser. Wobei, ich glaube nicht mal besser, weil YouTube hast du halt einfach andere Zahlen. Ja? Bei Twitch ist es halt mehr die Donations und die Abos, wodurch das Geld reinkommt und die Bits. Und bei YouTube ist es halt mehr die Werbeeinnahmen. Aber ist ja auch klar, weißt du, am Tag, sagen wir, ich sehe am Ende, wie viele insgesamt Zuschauer da waren, wenn ich so im Schnitt so einen Tag wie heute habe. Ich denke mal, dann sind so am Ende des Tages so 300, 400 Leute hier ungefähr reingeschneit. Nicht alle sind da geblieben, manche waren nur kurz da, nicht alle haben Werbung gesehen und so weiter und so fort, aber so 200-300 verschiedene Leute sind ungefähr so während so eines Streams da. Und die Blutwolf, danke sehr für den Follow. Und die, was soll ich denn jetzt sagen? Gleich noch einer, Gummistiefel ist auch da. Moinsen, ich grüße euch. Und bei Twitch sind die Werbeeinnahmen halt einfach vernachlässigbar, auf jeden Fall in meiner Größe. Wenn du dann irgendwie 10.000 Zuschauer hast oder so, dann mag das nochmal ein bisschen anders aussehen, das kann ich nicht beurteilen. Aber so bei meiner Größe ist es jetzt halt nichts Weltbewegendes. Bei YouTube kommt mittlerweile schon ein bisschen was rum, ne? Also ein bisschen was kommt rum. So 5 Dollar pro Tag oder so. Was halt sich nicht so viel anhört und auch in der Summe halt nicht so viel ist. Also dafür, dass ich YouTube seit 3 Jahren mache, habe ich jetzt ungefähr 1.000 Euro da verdient.
muss man halt einfach mal realistisch sagen, das ist halt nicht so mega viel. Aber was halt ganz nett ist, all die Arbeit, die ich mir gemacht habe, die trägt ja auch Früchte in der Zukunft. Das heißt, selbst wenn ich jetzt aufhören würde, würde ich halt immer noch auch nächsten Monat und nächsten Monat und nächsten Monat ungefähr 100 Euro verdienen. Und müsste halt keine Arbeit mehr reinstecken. Und alle Arbeit, die du dir reinsteckst, quasi summiert sich dann ja auf. Also von daher darf man da nicht so pessimistisch sein, ne? Und es ist ja ein nettes Zubrot auf jeden Fall. Aber Twitch und Patreon macht halt momentan definitiv den dicksten, das dickste Stück vom Kuchen. Definitiv. Twitch und Patreon momentan, ja. Nur mit YouTube könnte ich mich nicht... Das hätte keinen Sinn. Das hätte einfach keinen Sinn. So, wie werde ich denn jetzt mein Kack-Inventar ein bisschen los? Auto? Nee. Komm mal her. Auto hat Platz, Auto hat Platz. Was packen wir da am ehesten rein? Förderbänder und Greifarme. So. Machen wir so. Haben wir wieder ein bisschen Platz können hier einmal. Warte mal. Wir müssen halt ein paar mehr Solaranlagen platzieren. Ein paar viel mehr. Ja, so ist es nicht. Also bei YouTube brauchst du halt schon wirklich, wirklich viele Aufrufe, damit da einiges rumkommt. Aber dann kommt halt auch einiges rum und halt auch ohne, dass du noch extra Arbeit investieren musst. Das ist halt tatsächlich ganz interessant. Ne? Muss man dann ja auch mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle zum Beispiel, wenn mein Kanal jetzt 10-mal so groß wäre, also wenn ich genau Faktor 10 in allen Matrixen quasi größer wäre, dann wäre das halt ein 1000er pro Monat so, ohne dass ich halt noch was dafür machen muss. Wäre schon nice, aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Der Weg ist halt steinig und lang, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Man muss halt erstmal die Arbeit investieren, ne? Das ist nun mal einfach so. Das ist ja auch völlig legitim. Man muss halt die Arbeit erstmal reinstecken. Oh shit, ich hätte Shift drücken sollen. Man muss die Arbeit halt definitiv erstmal reinstecken, das ist so. So, mal gucken, wie viel Solarpanels wir hier jetzt rausgerotzt bekommen in den nächsten 20 Minuten. Also Roboter kriegen wir heute nicht mehr, da bin ich mir sicher, die Flugroboter. Aber vielleicht sogar noch Logistik 3, also 78 haben wir jetzt schon hier. 78%, und wenn wir mal eben gucken, pro Minute stellen wir jetzt so ungefähr nur noch 180 hier. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass der Strom in den Keller geht, ja. Das sieht einfach dann, jetzt ist halt richtig super GAU mit Strom, weil Nacht ist und die Akkus halt nicht mehr voll sind. Die tragen uns nicht mehr durch die Nacht, weil sie ja sogar tagsüber nicht voll werden. Was tagsüber leer ist, kann ich abends nicht retten. Ist so. Ist so. Aber für den nächsten Morgen haben wir dann wieder ein bisschen mehr Strom. Jungs, das ist nicht euer Ernst jetzt hier. So. Aber auch ein schönes Beispiel mit den Katzenvideos auf jeden Fall. Schönes Beispiel mit den Katzenvideos. So, machen wir so. Das wird von der Verhältnismäßigkeit Akku zu Solarpanel wieder nicht hinkommen. Aber wir haben oben so viele Solarpanel tatsächlich gebaut, so viele Akkus gebaut, dass das, glaube ich, nicht relevant ist. Glaube. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wie sieht das eigentlich aus? Hier hinten läuft noch. Ja, da sollte ich auch vielleicht mal andere Module reinpacken. Mal guck mal, hier gehen sogar teilweise die Öfen aus, was ein ganz großes Problem ist. Und bei dem neu gebauten Generatorblock hier oben, der läuft auf Hochtouren immer noch, ja. Okay, wissen wir Bescheid. So, wir klatschen das hier überall ran. Wir haben keine Akkus mehr. Ich habe nur 100 Akkus mitgenommen, aber dann nehmen wir die Solarzellen, das ist okay. Das ist eh das Wichtigere. Er hat so irgendwie 20 Kanäle oder so. Das klingt aber tatsächlich auch ziemlich stressig, um ehrlich zu sein. Also von wegen dann ohne Arbeit Geld verdienen. Das klingt tatsächlich relativ stressig. Und je nachdem, was für Videos er nimmt, glaube ich auch nicht, dass er unbedingt die Rechte daran hat. Davon mal abgesehen. Wie viel Strom ich mittlerweile verbrauche? 1,6 Gigawatt, so wie ich das sehe. Tendenz steigend wegen den Modulen, die wir dann nach und nach überall reinpacken. So, 12 habe ich noch. Leer gesaugt. Wir gehen nochmal nach oben. Wir brauchen eher auch nochmal neue hier Nanobots.
Und dann machen wir das nochmal. Wir machen das jetzt nochmal 20 Minuten weiter hier. Und machen das Feld einfach ein bisschen größer. Ja, gerade tagsüber muss im besten Fall der Akku ein bisschen voll laufen. Wenigstens langsam. Macht er gerade gar nicht. Macht er gerade gar nicht. Solarpanels. Haben wir nochmal 800 Stück. Das ist in Ordnung. Kommen ja auch wieder welche raus. Aber ich muss mal auch nochmal ein paar Akkus da oben grabben. Für einen guten Geschmack. Jede Solarzelle, die wir installieren, hilft uns über die Nacht. Zwar nur ein bisschen, aber auch Kleinvieh macht Mist. Wo wollen wir hin? Hier, wir sind auch schon da. Umspannwerke nehmen wir auch nochmal einen mit oder so. Ein Stack. Ja, Akkus nehmen wir ruhig nochmal ein paar mehr mit. So, und jetzt geht der Abstieg wieder. Ja, eben. Wenn der eigentliche Typ sagt, das muss runtergenommen werden, dann muss das runtergenommen werden. Außerdem weißt du in letzter Instanz ja nie, ob die Person, die das für die Creative Commons reingestellt hat, das selber auch überhaupt die Rechte hat, das dafür reinzustellen. Gerade bei Katzenvideos und sowas wäre ich mir da absolut nicht sicher. Wenn ich ein Video hochlade, kann ich auch sagen, das ist Creative Commons. Und das kann aber ein Video von dir sein, das ich geklaut habe. Dadurch wird es dann nicht illegal, wenn es ein Dritter hochlädt, weißt du, wie ich meine? Und wenn du dann viele Strikes und Claims bekommst, sind die Kanäle halt auch schnell wieder geschlossen. Ich sage nicht, dass das nicht funktioniert, aber ich glaube, man muss da sehr sorgfältig sein, was man hochlädt, was nicht. Und kriegt wahrscheinlich mehr Strikes, als einem lieb sein kann. Und dann geht das unter Umständen auch alles relativ schnell. Aber solange das bei ihm funktioniert, ist doch top. So, wenn er sich das zum Ziel gesetzt hat und das feiert und das gerne macht, ist das doch in Ordnung. Dann ist das auch nichts Schlechtes. Zick, 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 zick. Hier fehlen auch nochmal zwei. Ja, so viele Solarzellen haben wir jetzt nicht mehr. 800 oder so hatten wir gerade eingesnackt, ne? Das, ich habe vergessen, mir nochmal Bauroboter mitzunehmen. Mal gucken, wie weit wir kommen mit den letzten 60, die wir noch haben. 58, 54, 51, ja, 46, 39. Ist gleich Sense. Ich sag's, wie es ist. Digga, ist gleich vorbei. Also 29 noch, das ist okay. Wir gehen nochmal die Linie hier hoch, die Lane. Dock, 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 dock. 20 haben wir noch. 16, 13, 7 und vorbei. Ja, und jetzt sieht man hier schon das Problem. Jetzt ist hier schon keine Kohle mehr unten. Was okay ist, hier haben wir tatsächlich relativ viel Holz, was wir hier nochmal reinwerfen können. Und wir sollten eigentlich echt mal irgendwo Festbrennstoff herstellen. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Es wird nicht passieren. Also, Spoiler, es wird nicht passieren. Einfach, weil ich keinen Bock habe, jetzt umzustellen. Aber es wäre schlau. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Es wäre schon besser, das zu tun. Ja, man spart da doch einiges. Andressis. Dann komm, es läuft ja auch ein bisschen Holz durch. Das sollte sich jetzt langsam gleich da einpendeln. Ich bin gespannt, wie der nächste Tag aussieht, wenn hier ein bisschen Strom aufgebaut wurde von uns. Ich gehe mal so langsam hier runter. In so einer Mitte. Ups. Ah. Was sagst du? Okay, bei 1,6 Gigawatt müsste ich schon Kraftwerke bauen. Meine machen 1,4. Ja, wie gesagt, es wäre auch sinnvoll. Es hält uns ja auch nichts auf. Also Nuklearenergie ist ja tatsächlich was, was wir auch in Angriff nehmen können. Und es wäre tatsächlich vielleicht schlauer, das zu machen, bevor wir überall unsere Module reinhauen. Weil ich glaube, bei ein paar Anlagen fehlen die Module noch. Und wenn die da drin sind, steigt ja auch wieder der Stromverbrauch. Und ja, also irgendwie ein Atomkraftwerk bauen im nächsten Part wäre nicht so verkehrt nächste Woche. Ne? Könnte man machen. Könnte man machen. Sollte man. Ich glaube, man sollte tatsächlich, ja. Ich glaube, wir bauen im nächsten Part ein Atomkraftwerk. So, es ist wieder Nacht, es läuft wieder leer. Ich habe Akkus für 48 Gigajoule. Das klingt jetzt erstmal gut.
Aber wir sehen schon wieder, Lichter gehen halt langsam aus, ne? Also sie tragen uns immer noch nicht durch die Nacht. Ich guck mal, wie viele Solarpanel wir in der Zwischenzeit wieder hergestellt haben. Es werden nicht viele sein. Ne? Vor allem, die Solar bringen einfach zu wenig. Du hast jetzt etwa 5-10% zusätzlich Strom generiert. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. 5-10% ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir vorhatten. Ich habe es nicht im Auge. Wir gucken gleich mal, wie viel die 12.000 machen. 12.000 mal 60 Kilowatt. Wir sehen gleich, wir gucken uns gleich mal an, wie viel das genau sind. Wenn es Tag ist. Wie viel wir da herstellen. Erstmal müssen wir die Nacht überleben. In stockdusterer Nacht schien der Mond so helle. Haben wir doch gerade schon gesagt, Danny. Morgen, beziehungsweise morgen wahrscheinlich nicht, aber Montag werden wir wohl mal ein kleines Atomkraftwerk bauen. Das uns dann erstmal ein bisschen überbrückt. So, klock, 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 klock. Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Solar habt. Man muss halt ein bisschen was investieren, ne? Aber mein Gott, die Karte ist groß genug. Die Karte ist ja nur wirklich groß genug. Ist es schon wieder Tag? Ah, 1,3. Wir brauchen 1,6. Und die produzieren momentan dann 780, ne? Was ich nicht verstehe, ist, warum produzieren die Steam Engines nicht voll? Steigt langsam wieder. Ich nehme einfach mal ganz stark an, weil nicht genug Kohle irgendwo reinkommt, ne? Wahrscheinlich in dem Block hier oben. Naja, da kommt nicht mehr genug Kohle an. Das wäre mit Festbrennstoff halt, seht ihr das hier da hinten, funktionieren manche nicht. Das wäre mit Festbrennstoff halt auch nochmal ein bisschen anders. Ne? Ich könnte hier hinten Kohle holen und dann hier reinleiten. Ne, da oben müssten wir. Ich verschlimmere die Situation sogar nochmal ein bisschen. Bäume abreißen, aber Ökostrom produzieren, so sieht's aus. Warum kann man nicht einfach die Bäume anzapfen? Mit Kartoffeln kannst du doch auch Strom machen. Oder Äpfel? Ach, geht wahrscheinlich mit allem. Ist nicht viel Strom, aber ein bisschen Strom. So, wir machen es auch mal schlimmer, indem wir noch mehr Produktivitätsmodule hier reinmachen. Guck mal, auch das Feld hier unten ist alles so gut wie leer. Aber die laufen, die sollen auch noch ein bisschen weiterlaufen. Und dann gehen wir mal zum Kohlekraftwerk. Was mir hier oben fehlt, ist eh ein Radar, Mann. Das regt mich schon immer auf. Wirklich, schon seit 2 Wochen oder so, jetzt ohne zu übertreiben. Regt mich auf, dass wir hier oben kein Radar haben. Besser. Hier. Das verschlimmert die Situation jetzt tatsächlich erstmal, weil wir mehr Strom verbrauchen. Digga, ich weiß nicht, ob sich das rechnet. Kann mal einer nachgucken oder weiß das einer aus dem Kopf? Bringt es was in Kohleförderer, elektrische Kohleförderer, diese Art von Modulen reinzuhauen, die den Stromverbrauch hier um 30% erhöhen, aber du förderst mehr Kohle, aber du hast einen höheren Stromverbrauch. Also fördere ich mehr Kohle als Rohenergie oder fördere ich mehr... Versteht ihr? Ihr versteht. Natürlich versteht ihr. Würde mich mal interessieren. Ich habe nämlich tatsächlich, da habe ich keine Ahnung. Kann ich nicht abschätzen. Danke sehr, Watch Danny, aber ich werde es alleine bauen. Ist aber lieb von dir, aber ich werde es trotzdem erstmal alleine bauen. So, wir machen auch hier noch ein paar Produktivitätsmodule rein. Jo. Alles, was den Strompreis in den Keller treibt. Machen wir. Die Biogasanlagen aus Castorio wären ganz gut. Die waren easy zu bauen. Kleine, kompakte Blaupause, unendlich Strom. Kein Problem. Nie wieder im ganzen Spiel. Unsere Akkus füllen sich. Füllten sich. Jetzt gerade nicht mehr, aber sie füllten sich. Ja? Die Akkus füllten sich. Fülteten. Atomkraftwerk habe ich tatsächlich noch nie gebaut. Das wird also für mich eine komplett neue Erfahrung. Also ich habe schon mal welche aufgebaut, aber nie mit Verhältnissen und so gearbeitet. Immer nur so Pi mal Daumen, klappt schon irgendwie. Spoiler hat es in der Regel auch immer. So. Hör mal auf. Machen wir Speed-Module. Speed-Module.
spiegeln. Wie gesagt, spiegeln. Meine, was läuft jetzt schief? Du musst da rein, check, und du musst da rein. So. Oder backen sie schon? Seht ihr schon, wie sie abgehen, die roten Greifarme hier? Wie sie nicht klarkommen? Ich will aber, nein, aber ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Da. Sie sind einfach zu dumm und zu langsam. Aber kein Problem. Jetzt arbeiten wir hier auch wieder ein bisschen mit. Hier müssten dann auch gleich welche rauskommen. Nochmal 200 Stück. Perfekt. Wie gesagt, wir machen jetzt noch 10 Minuten das hier, ne? Also, ihr verpasst jetzt nichts, wenn ihr einfach geht. Mal so ganz stumpf gesagt, ne? Wir werden das hier noch durchziehen. Ich werde das mit den Solarpanels einfach weitermachen. Ich mag Solarpanels. Fuck die Hater, ich mag Solarpanels wirklich. Geht echt ganz gut, ne? Ja, mit der Anreicherung habe ich auch noch gar nicht gearbeitet. Nur für ein Creative-Video mal. Weil das hübsch aussieht. Tatsächlich. Wenn es so im Dunkeln leuchtet und so. Aber ja, Atomkraft wird für mich auf jeden Fall Neuland. Siehst du, das wäre dir mit Nanobots nicht passiert. Nein, aber ist ja alles in Ordnung. Wir werden schon irgendwann ein Kraftwerk bauen. So ist es ja nicht, aber... Erstmal jetzt für den akuten, für die akute Not erstmal ein paar Solarpanels hier hin. 200 Stück. 72 haben wir noch. Wie schnell die halt auch immer weg sind, ne? So, und schon wieder leer. Ne, paar haben wir noch. Jetzt der Strom ist dran. Strom. Gut. Strom ist überall an. Sehr schön. Wie sieht es denn jetzt aus hier? 796 Megawatt. Ja, das ist schon okay. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir haben überall Atomzeug rumliegen. Wir haben voll hier. Ich kann hier drüben Atomkraft machen, wenn ich will. Würde sich anbieten, hier ist schön viel Platz. Hier irgendwo habe ich auch eins gesehen. Hier ist so ein kleines Feld, aber. Aber nein, danke. Ich überlege halt, was jetzt der nächste Schritt ist. Erstmal Atomenergie, erstmal Flugroboter, erstmal blaue Förderbänder. Also alles drei reizt mich. Mal schauen, was es dann im Endeffekt wird. Also am meisten Sinn würde Atomenergie machen, einfach weil das ein akutes Problem ist, das wir sonst nur sehr langwierig in den Griff bekommen. Es würde definitiv am meisten Sinn machen, aber ich spiele halt nicht immer danach, was mir Sinn macht, sondern auch, was mir Spaß macht. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich Bock habe, dann Montag auf Dreckszeug. So, warum wird hier nicht gebaut? Wo ist hier das Problem? Ach so. Ja. Wait a moment. Ach so, ich habe hier den Stahl abgeknüppelt und dadurch, der Stahl läuft da oben ja im Kreis, läuft hier zurück. Oder? Ja, genau, läuft hier zurück, deshalb wird hier gerade nicht produziert. Das waren jetzt nur 60 Stück, das reicht nicht. Nein. Ich kann nochmal ein bisschen Speed reinmachen. Oh, da kommt der Stahl. So, tak, 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 tak,
tack, 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 und dann wird wieder produziert. Das ist schon ganz gut so. Slick91, noch ein neuer Follower. Herzlichen Dank. Du bist selber, nehme ich an, auch Factorio-Spieler. Das treibt dich her. Ja, ne? Der Seno macht sich seine Gedanken. Kann man schon mal drauf kommen, würde ich sagen. So, guck mal, jetzt wird hier produziert und es wird hier auch relativ schnell produziert tatsächlich. Also muss es nicht. Guck mal, vier da und drei da und wieder einer und wieder zwei und wieder einer. Gehen wir nochmal los, wenn wir 100 Stück haben. Und so steigt unsere unsere Solarfarm halt auch echt fix. Ja, gehörst zu Vanilla, aber findest du das nötig? Ja, gehört zu Vanilla. Was gehört zu Vanilla? Blödes bei Stromausfall, spielt die Elektronik bei der Schaltung verrückt. Es passiert, dass sie nicht mehr richtig zählen. Ist das echt so, Loser? Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Kann es daran liegen, dass unsere Forschungsanlage hin und wieder mal ein bisschen zicken macht? Übrigens, da haben wir auch lange nicht mehr reingeguckt. Sollte ich vielleicht gleich nochmal machen. Zug steht still, ist okay. Dass der Zug still steht, ist nicht so schlimm. Weil der immer nur so tröpfchenhaft ein paar Tränke hin und her transportiert. So können die hier oben nochmal wenigstens volllaufen. Da stehen wir momentan auch bei im Schnitt 4200 pro 10 Minuten. Geht auf und ab, ne? Je nachdem, wie der Strom aussieht. Wir waren aber schon auf 800. Das ist tatsächlich ziemlich viel. Und das mit roten Förderbändern. Eigentlich ist das ja alles auf blaue Förderbänder aufgelegt. Und wenn wir sogar mit roten schon auf 800 kommen, obwohl wir mit blauen eigentlich nur auf 900 wollen, ist das schon mal sehr gut. Alter, sie hören auch nicht auf, hier reinzulaufen, ne? Die kleinen Stinktiere. Sie hören einfach nicht auf. Ich habe schon wieder keine Akkus. Aber die Akkus sind das kleinste Problem. So, es wird Nacht. Nacht ist halt echt nicht so geil. Falsch abgebogen. So, aber guck mal, wie schnell ich die Dinger produzieren. Guck mal, das sind schon wieder 100 Stück. So, das ist schon okay. Das ist schon okay. Ich finde das nicht so schlimm. Euch tiltet das wahrscheinlich total, aber ich finde es nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel schlimmer finde ich, dass ich hier keinen schnellen Fußboden habe. Einmal runter, dann wieder hoch. Und hier wieder hoch quasi. Können wir ein bisschen größer machen jetzt. So, 70 Stück können wir nochmal hinklatschen. Wenn die, wie heißen sie hier? Wenn die Dingens wenigstens tagsüber volllaufen würden. Das wäre schon mal ein kleiner Erfolg. Aber wir haben Logistik gleich erforscht, 86%. Das heißt, so viel fehlt da nicht mehr. Holen wir erstmal unseren Zug an Start. Ganz gemächlich alles. Ganz gemächlich. Frage ist auch immer, wie lange spielt man Welten? Ja, also wir werden hier auf jeden Fall mal mindestens die erste Rakete in den Himmel schicken, ne? So weit sollten wir kommen. Ja, es ist ja auch tatsächlich gar nicht mehr so weit weg. Also noch die gelben Tränke und dann kann man ja im Grunde schon anfangen. Was brauchen wir denn noch? Blaue Chips, Raketentreibstoff und Baumaterial mit geringer Dichte oder wie es heißt. Und so viel fehlt uns da ja nicht mehr zum Glück. So ganz realistisch gesehen. Ist aber noch eine Woche für die gelben Tränke. Vielleicht ein bisschen schneller. Ist halt die Frage, wo wir das bauen und wo wir die Ressourcen herbekommen wollen. Ne? Es könnte halt gut sein, dass uns die Ressourcen ausgehen. Ne? Wenn wir mal gucken, 3,6 Millionen. 5,5 Millionen, 11 Millionen. Das klingt erstmal alles ganz gut. Aber das, womit wir zum Beispiel die roten Tränke herstellen, die bedienen sich von da oben, da ist leer. Und die bedienen sich von hier unten und das sind noch 800.000. Okay, das sind noch 19 Millionen. Das ist tatsächlich noch yummy. Das wird also noch ein bisschen laufen. Kupfer kommt von hier unten. Ja, das sind die 5,5 Millionen. Da haben wir aber auch noch ein Feld, das können wir zur Not da anbringen.
Da oben haben wir auch noch ein Feld, das geht also auch. Wo wir die nächste Basis oder wo wir gelbe Tränke machen, wird interessant. Es könnte sich hier anbieten. Da haben wir auf jeden Fall Eisen, Kupfer, nochmal Eisen, nochmal Kupfer. Und wir haben ja festgestellt, wir brauchen sehr viel mehr Kupfer für die nächsten Tränke als Eisen. Deutlich mehr Kupfer. Deutlich mehr Kupfer. Weil hier oben ist halt irgendwie so ein bisschen rohstoffarm, ne? Zwei geile Eisenfelder mit knapp 100 Millionen zusammen. Und noch eins mit 29 Millionen. Aber da ist, guck mal, Kupfer ist so weit weg und weiß ich nicht. Wobei Kupfer haben hier auch richtig viel. Vielleicht, na gut, wir haben hier echt zwei schöne Eisenfelder. Vielleicht machen wir es auch hier oben. Dass wir so diesen Bereich quasi nehmen. Muss man eigentlich für die Rocket auch das 100-fache an Ressourcen ausgeben? Also nicht zum Bau, sondern für die Prozente? Nee. Das nicht. Glückwunsch, glücklicher JP. Aber das Problem ist, für das, was wir danach erforschen, ich glaube, kriegen wir dann auch 100 mal so viele oder müssen wir 100 mal so viele Raketen in die Luft schicken, weil dann würde sich das ja wieder gleich bleiben. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Wisst ihr, wie ich meine? Um eine Unendlichkeitsforschung zu machen, brauchen wir dann auch noch so viel. Ich denke mal, ja, ne? Ja, 200.000. Und wenn du aber nur, was weiß ich, 1.000 pro Rakete bekommst, dann sind das ja schon 200 Raketen für eine Forschung. Das ist ein bisschen lächerlich. Also das wäre ja tatsächlich ziemlich lächerlich, wenn man dann alleine für die erste Forschung halt so 200 Raketen hochschicken muss. Das ist schon eine harte Ansage. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Hält uns auch nicht auf, aber wäre ja schon krass. So, es läuft hier auf jeden Fall erstmal wunderschön rein. Kann auch wieder weiter geforscht werden. 87%. Ich denke mal, das ziehen wir noch durch. Das müsste ja auch gehen. Guck mal, mit dem nächsten Schwung hier. Fläschchen wird hier erstmal gleich wieder ordentlich geforscht. Hoffentlich. Sieht gut aus. Was brauchen wir denn eigentlich? Ich glaube, ich habe doch alles, oder? Für, ja, rote Chips. Zement haben wir tatsächlich noch nicht. Beziehungsweise Beton. Ich weiß nicht genau, was die richtige Übersetzung ist. Concrete müsste, glaube ich, Beton sein, ne? Ja, ja, okay. Also das müssten wir dann noch herstellen. Das ist ja, glaube ich, auch nur mit Wasser angereichertes. Und Eisen. Eisen auch noch rein. Oh, exquisit. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Das sind nochmal 100 Panels. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen wenig Stahl. Er arbeitet nochmal. Eine Fuhre macht ihr mir mal bitte noch. Ja, das ist schon... Das wird halt dauern. Müssen wir halt nicht drum herum reden. Also bis mit den Raketen und so. Ist eine Hausnummer. Aber ganz im Ernst, man, im Late Game hast du halt auch nichts mehr zu tun, außer zu expandieren und deine Blaupausen hinzuklatschen. Blaupause, 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 expandieren, expandieren, expandieren. Dann wird das irgendwann zu einem ziemlichen Selbstläufer. Na, es ist immer wieder ein bisschen anders, weil du immer wieder ein bisschen andere Umgebung hast, sage ich mal. Aber im Grunde ist es nachher ein Selbstläufer. Im Grunde gibt es da nicht mehr so viel zu tun. Das heißt nicht, dass einem langweilig wird. Man kann es immer noch weiter nach oben treiben, aber bisher läuft das eigentlich ganz gut. Wie? Von wo? Zum Glück haben wir da ein paar Lasertürme unterwegs. Seht ihr das, wo die hinwollen? Das alles ist hier ungeschützt, weil ich hier keine Mauer hochgezogen habe. Das ist ganz schön dumm. Wir haben, guck mal, wenn ihr euch das mal anguckt auf der Minimap, Verteidigungswall, 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 aber hier kommen sie durch. Die kleinen Arschmützen. Zum Glück war das nur ein relativ kleiner Trupp. So, Akku ist auch schon wieder leer, so wie sich das gehört. Natürlich, nichts anderes habe ich erwartet, liebes Spiel. Komm durch hier. Tok, tok, tok. Und wir gehen hier nochmal hoch. Und dann sind wir auch gleich bei 50 Minuten angekommen. Zack, 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 zack. Zack. Zack.
Aber im Großen und Ganzen, also jetzt mal von der geraden, von der Stromsituation abgesehen, ja, läuft sehr gut auf unserer Karte. Also wirklich, so viel besser als in Season 1. Also ich sehe momentan nicht, dass wir in Season 2 irgendwie auf ein Hindernis kommen, das wir nicht bewältigen können. Ja, Stromprobleme, okay, das kommt und geht halt, ne? Mal hast du Stromprobleme und dann machst du halt was dagegen und dann geht's weiter. Das wird uns nicht aufhalten. Und im nächsten Teil dann, ja, Uranenergie, das macht schon Sinn. Na, die Zentrifuge rausklatschen, also ein paar Zentrifugen rausklatschen. Und wo sind die Atomreaktoren? Hier hinten brauchen wir auch nicht so viel. Das sieht im ersten Moment so unglaublich viel aus, aber ist es ja im Endeffekt nicht. Das heißt aus der Portokasse, 500 rote Chips ist halt so. Und dann die Wärmetauscher und so, damit habe ich noch nicht so viel experimentiert, das gucken wir uns dann an. Da seid ihr ja sicherlich für mich da, da muss ich ja keine Angst haben. Ne? Schön wäre natürlich, wenn hier drüben ein bisschen irgendwie besser produziert würde. Aber hier wird halt nur relativ langsam produziert, weil halt relativ wenig Strom. Ne? Die laufen halt bei weitem nicht so, wie sie sollen. Ich will jetzt nochmal auf den nächsten Tag warten. Wir sind übrigens bei 92%. Also Forschung ist trotz alledem gleich abgeschlossen. Trotz alledem sind wir damit gleich durch. Was ja schon mal sehr nice ist. Sehr löblich eigentlich. Die kann man für die Kohle weghauen, bitte. Ja. So. Inventar wieder ein bisschen mehr aufgeräumt. 93%. Und es wird Tag. Produktion der Solarzellen sollte langsam wieder steigen. Gucken wir mal hier irgendwo, was passiert genau. Dann geht's hoch. Und die letzten 10 Stunden an. Ja, ist halt. Es sind halt die elektrischen Öfen. Ne? Also wenn wir uns die mal angucken, jetzt seitdem wir das hier angeschlossen haben und seitdem wir da hinten auch ein bisschen produzieren, ist halt brutal. Ja? Also wenn die Dinger laufen, verbrauchen die halt einfach ordentlich was. 13.000 Solarpanel. 336 Megawatt. Warum ist das so? Ach, das ist der Durchschnitt über die gesamte Dauer, ne? Ist dann ja natürlich nur die Hälfte. Ja, aber momentan, wenn er auf Volllast steht, 670. Na komm. Mach noch ein bisschen weiter. 819 Megawatt momentan. Da stehen wir, aber die Akkus laden sich halt trotzdem nicht. This is pretty shitty. Naja, Space Exploration ist mir, glaube ich, zu langwierig tatsächlich. Ich weiß auch nicht genau, welches Projekt ich dann nachmachen will. Ich muss mir ja eh Gedanken machen, was für ein Projekt jetzt bald kommt wegen dem Charity-Event. Da möchte ich ja eigentlich mit anderen Streamern mich zusammentun und wieder irgendwie was Schönes auf die Beine stellen. Ich bin da momentan nur ein bisschen kreativlos. Eventuell, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass mehrere Streamer dieselbe Fabrik spielen. Und dann jeder spielt irgendwie 3 Stunden und gibt die dann ab. Und dann kann man von einem Streamer zum anderen hoppen. Und hoffentlich hat man dann eine Gruppe, die immer größer wird. Das würde ich dann tatsächlich auch international machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute von euch Probleme mit Englisch haben. Aber dann würde ich halt auf Englisch streamen. Und mir, was weiß ich, mit anderen Streamern die Fabrik teilen. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Vor allem, weil ich da halt auch nicht nur euch als Community habe, sondern mit anderen Communities noch interagieren kann. Was halt aus mehreren Gründen schön ist. Hauptsächlich natürlich für das Kinderhospiz, weil da mehr Geld zusammenkommt. Ne? Bei mehr Leuten. 5-stellig wäre halt wirklich schön, Mann. Da wäre ich so saumäßig stolz drauf. Letztes Jahr haben wir 3.500 gesammelt. Das ist auch echt mehr, als ich am Anfang dachte. Das ist unglaublich viel Geld. 3.500 Euro für den guten Zweck, für das Kinderhospiz. Aber 10.000 wäre, glaube ich, dieses Jahr mein Ziel. Und das muss halt ein bisschen vorbereitet werden. Und ich weiß halt noch nicht genau, was ich machen will. Weißt du, wie ich meine? Es ist ein bisschen doof. Bisschen doof. Ja, wir sind bei 53 Minuten. Also ich meine, ich kann jetzt noch eine Stunde lang immer hoch und runter laufen und neue Solarpanel craften. Was wir mal vielleicht machen können, und das machen wir noch mal ganz kurz. Ja. Laufen wir hier hin und geben mal ganz kurz ein paar Items ab. Laufen eben mal zum Zug. Der steht hier gerade eh, glaube ich. Bei mir! Nein! Wie ich halt schneller bin als der Zug. Warum steige ich überhaupt ein? Ha 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 ha
glaube, wir machen Feierabend. Physikalisch gesehen hätte der mir gar keinen Schaden machen dürfen, weil ich schneller war. Ja? Whoop, please fix. Oh. Bei dem könnte ich mir ein Bier, ja. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen, Mutständig. Selber schuld. Oh, verdammt, Tax. Okay. Oh. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wisst ihr, was ich wirklich nicht verstehe? Wir haben hier Kills und hier unten steht bei Kills ein Rock. Wann und wie haben wir einen Rock getötet? Klick auf Respawn. Ja, nochmal von vorne. Einmal nochmal kurz von vorne. Ich meine, wir können auch respawnen, aber... Leute, ich speichere. Wir sind raus. Ich weiß nicht genau, wann der letzte Autosave war. Ich war dabei, Solarpanels zu installieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir machen hier einen Cut, liebe Leute. Eigentlich will ich die Forschung noch fertig haben. Es sind wie viele Prozent? 92. Freuen wir uns drauf, dass wir das Montag oder morgen haben. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen streame. Ich hoffe, aber ich muss morgen auch erstmal das Dings-Video fertig machen, ne? Das Factorio-Video. Checkt morgen auf jeden Fall den Factorio-Kanal aus von mir auf YouTube, ne? Wisst ihr Bescheid, da kommt im Laufe des Tages halt ein neues Video, das ich heute produziert habe. Das ist halt noch nicht hundertprozentig fertig. Das ist die eine Information. Die nächste Information ist, dass wir irgendwo rüber raiden. Ich guck mal eben, wohin hier. Gehen wir mal zum Eigenkreation. Ich weiß nicht, was der gerade streamt. Schauen wir uns das mal an. Ich raide mal mit euch rüber. Eigenkreation e.V. Ich freue mich, wenn ihr mit rüberkommt. Der Clip ist gut. Ich brauche nochmal einen Discord-Kanal, wo wir die Clips teilen können. Ah, das ist falsch geschrieben natürlich hier. Raid Eigenkreationen e.V. Der hat auch mitgemacht bei dem Charity-Event. Kommt mal mit rüber, der freut sich, Leute. Das ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Ja, kommt mal rüber, 45 Leute, schicken wir mal rüber. Machen wir mal ein bisschen Action. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke für den ganzen Support, Leute. Wir haben die lila Flasche in die Tasche gesteckt. Ich hab euch gern und bis... Ich denke mal, ich werde morgen noch ein bisschen streamen, ja. Ich denke, ja. Tschüss.